Wie kannst du eigentlich dein Adopt Me Dreampad bekommen? Finde es heraus in diesem Video. Ich hoffe, es hilft dir. Viel Spaß! Benutze doch gerne beim Kauf von Robux oder Roblox Premium mein Star Code Jojo, um mich kostenlos zu unterstützen. Hi Leute und jetzt willkommen zu einer weiteren Folge. Und heute spielen wir wieder Adopt Me. Ah, und ja Leute, heute reden wir mal darüber, wie bekommst du eigentlich dein Dreampad? Genau, viele von euch haben sein Dreampad, sage ich mal noch nicht. Und es ist eigentlich gar nicht mal so schwer, sein Dreampad zu bekommen. Dafür bin nämlich ich heute hier, Leute. Ich will euch nämlich helfen, euer Dreampad zu bekommen. Vielleicht hast du dein Dreampad ja auch schon. Schreib's doch gerne mal in die Kommentare, ob du dein Dreampad schon hast oder noch nicht. Und wenn noch nicht, schreib mir doch mal gerne in die Kommentare oder schreib mir generell mal in die Kommentare, was ist eigentlich so dein Dreampad? Ja, Leute, ich habe ja ziemlich viele Pads und ich denke mal, unter meinen Pads werden viele Dreampads von euch dabei sein. Aber erstmal, hi, danke, dass du eingeschaltet hast. Falls du noch nicht geliked hast, jetzt geht auch schon die Sonne auf, Leute. Die Sonne will euch mitteilen. Like dieses Video, drück auf den Daumen nach oben, falls dir gefällt und falls dir auch weiterhilft. Und abonniere auf jeden Fall den Kanal und aktiviere die Glocke, um keine weiteren coolen Videos mehr von mir zu verpassen. Außerdem benutze gerne Starcode Jojo, falls du dir Robux oder Roblox Premium kaufst. Und schau gerne in die Videobeschreibung vorbei. Dort findest du meinen Real-Life-Merch und meinen Roblox-Merch. Der nur 5 Robux kostet mit einer Valentine's Edition für nur 15, Leute. So, aber okay. Hey Jojo, hey Jojo, wie hast du dir eigentlich vorgestellt, wie bekomme ich eigentlich mein Dreampad? Ja, Leute, also sehr viele. Wenn ich in der Lobby spiele, ist mindestens immer einer da, der sagt, hey Jojo, kannst du mir mein Dreampad schenken? Erstmal zu der Sache, Leute, nein, kann ich leider nicht. Ich würde ja echt gerne, wenn ich könnte, Leute. Aber wie stellt ihr euch das denn vor, wenn ich jedem von euch euer Dreampad schenken könnte, beziehungsweise müsste? Das würde nicht möglich sein, Leute. Deshalb schenke ich niemandem ein Dreampad quasi, damit niemand irgendwie mehr berechtigt ist als der andere, Leute. Weil ihr seid mir alle gleich wichtig. Niemand soll hier unterberechtigt sein und niemand soll auch überberechtigt sein, Leute. Und deshalb mache ich das nicht. Und viele fragen sich auch immer, hey Jojo, wie bekommst du eigentlich deine ganzen guten Pets? Wie bekommst du diese ganzen vielen guten Pets? Ich habe sogar letztens einen TikTok gesehen. Ihr könnt mir übrigens auch auf TikTok folgen, falls ihr es noch nicht getan habt. Da wurde gesagt, hey, hier, ja, so bekommt Jojo seine ganzen guten Pets. Er fragt immer seine Fans und die schenken dem das dann. Nein, Leute, nein. Ich hab vielleicht in meinem ganzen Leben, eventuell, wenn es hochkommt, 10 Geschenke angenommen. Und das war's dann auch, Leute. Ich habe alle meine Pets, habe ich selber erfarmt, selber ertradet und noch viel mehr. Ich nehme wirklich keine Geschenke an. Also Leute, für die Leute, die glauben, ja, ich krieg alles geschenkt, nein, bekomme ich wie gesagt nicht. Und in diesem Video erzähle ich dir trotzdem, wie du dein Dreampad bekommen kannst. Weil Leute, ich habe zum Beispiel eine Giraffe, sogar in Neon, Leute. Ich habe zum Beispiel eine Neon-Giraffe. Giraffe ist ja ein weit verbreitetes Dreampad, sage ich mal. Ich habe zudem auch noch einen Shadow Dragon, sogar einen in Neon und auch einen in Mega-Neon, Leute. Das hier ist gerade kein Flexen. Ich versuche nie zu flexen, Leute. Natürlich kann man das haben, was man hat und ich habe es halt. Deshalb kann ich es auch zeigen, Leute. Ich meine, da müsste ja niemand eigentlich ein Problem mit haben, weil ich meine, wenn man es hat, dann kann man es ja auch zeigen. Und ich habe auch noch einen Neon Frost Dragon, Leute. Ich habe auch noch einen Neon... Oh, ich habe auch so den 0 geschrieben. Frost, ja. So, und ich habe auch noch etliche weitere andere Pets. Und jetzt fragst du dich natürlich, okay, Jojo, wie kann ich denn jetzt mein Dreampad bekommen? Und das ist eigentlich gar nicht mal so schwer. Und zwar bekommst du dein Dreampad eigentlich einfach, indem du dieses Spiel hier spielst. Am besten jeden Tag oder halt so oft du halt möchtest. Und so bekommst du eigentlich ganz, ganz einfach dein Dreampad. Und zwar erzähle ich dir jetzt die Master-Strategie. Ja, Leute, ihr farmt Geld. Ihr farmt Bugs, indem ihr euch als Baby macht. Leute, wie ihr mal schnell Bugs bekommt, werde ich bald auch nochmal sehr wahrscheinlich ein Video zu machen. Und habe ich auch schon ein paar gemacht, Leute. Ihr macht euch als Baby, packt ein Pad raus und macht halt einfach die Aufgaben, wie zum Beispiel Schule, Trinken, Essen, Hot Springs, Spielplatz und noch weiter. Ihr kennt die ganzen Aufgaben, ja. Und die tut ihr einfach. Dann farmt ihr Geld und das macht ihr die ganze Zeit. Ich meine, ein Dreampad bekommt man ja schließlich auch nicht ohne Arbeit, ne? So ist das Ganze nun mal. Und wenn ihr dann Geld gefarmt habt, geht ihr hier zu den Eggs und dort kauft ihr am besten, Leute, nicht das Cracked Egg, auch nicht das Pet Egg, sondern das Royal Egg, Leute, weil aus diesem Royal Egg kann man zu 8% ein sagenhaftes Pet bekommen. Das heißt, du bekommst so eine Chance von 8%, das heißt circa aus jedem 12. bis 13. Royal Egg ein Unicorn oder ein Dragon raus. Und ja, Leute, das dauert natürlich seine Zeit. Es dauert natürlich seine Zeit, ein sagenhaftes Pet zu bekommen. Leute, aber ich meine, ein Dreampad bekommt man ja auch nicht gerade umsonst. Und es ist ja auch schwer, ein Dreampad zu bekommen. Macht ja auch Sinn, Leute, sonst wäre es ja nicht ein Dreampad. Und so, dann farmt ihr, Leute. Dann farmt ihr, bis ihr zum Beispiel 2 Dragon oder ein Dragon, ein Unicorn oder 2 Unicorns habt. Oder vielleicht habt ihr auch noch irgendwas anderes.
anderes. Und dann tradet ihr das. Und dann tradet ihr das gegen irgendwie was Besseres. Und jetzt ist halt die Frage, okay, was ist denn jetzt besser? Ja gut, Leute, dazu mache ich ja wahrscheinlich auch bald nochmal ein Video. Aber wenn ihr euch mal hier diese Leute, ich kann euch eine Serie von mir empfehlen und die nennt sich Alle Pets in Adopt Me bekommen oder sowas. Ich verlinke euch auch mal ein Video in der Videobeschreibung. Dort erkläre ich euch alle sagenhaften Pets. Und da seht ihr auch, Leute, eigentlich, desto älter das Eck ist, aus dem das sagenhafte Pet gekommen ist, desto seltener ist auch das sagenhafte Pet. Und das heißt zum Beispiel, wenn du jetzt zwei Unicorns für ein, ich sag mal, ein Parrot tradest, was zwar niemand akzeptieren würde, aber wenn du das irgendwie hinkriegst, wäre das schon mega, mega krass. So, Leute, das heißt, was ich halt gemacht habe, um meine ganzen Dreampads, sag ich mal, zu bekommen, ich habe sehr viele Bugs gefarmt, ich habe sehr viele Eggs gekauft, sehr viele Eggs geöffnet und mich dann weiter hochgetradet. Das heißt, ich habe zwei Unicorns gegen zum Beispiel eine Turtle und noch was anderes getradet, das dann wieder gegen was noch Besseres, das dann gegen was noch Besseres, das gegen was noch Besseres und das dann irgendwann gegen was noch Besseres. Und so ist das funktioniert, Leute. Das hat auf jeden Fall eine Menge, Menge Zeit in Anspruch genommen. Das ist ja natürlich, wie gesagt, das ist ja auch euer Dreampad. Das ist ja kein Pad, das man mal eben so bekommt. Und Leute, ihr müsst einfach immer die Eggs öffnen, sodass ihr Pads bekommt und euch dann weiter, weiter hochtrainen, Leute. Erst macht ihr das und dann geht's immer weiter nach oben. Stellt euch mal vor, Leute, ihr habt ein Unicorn und ihr seht jemanden, der hat eine Turtle, ja? Die Turtle ist mehr wert als ein Unicorn, aber die Person will lieber ein Unicorn haben statt eine Turtle. Der Fall könnte passieren. Dann tradet ihr euer Unicorn gegen eine Turtle und habt somit ein selteneres Pet. Nur weil die andere Person halt lieber das Unicorn haben wollte, anstatt die Turtle. Und ich meine, das ist ja auch kein Scam, Leute. Bitte noch eine weitere Information, Leute, um euer Dreampad zu bekommen. Bitte lasst euch nicht scammen. Wie man sich nicht mehr scammen lassen kann, habe ich auch schon ein paar Videos zu gemacht, Leute. Aber kurz gefasst, macht bitte keine Trust-Trades. Vertraut niemandem euer Passwort oder Account an und leiht auch niemandem Pets aus und dann könnt ihr eigentlich nicht mehr gescammt werden, Leute. Ich wurde noch nie in meinem Leben gescammt und das wird auch, denke ich, mal so bleiben, Leute, weil ich werde mit niemandem zum Beispiel Trust traden oder sowas und bitte Trust tradet nicht, bitte auch gebt niemandem euer Account oder sowas und passt auf euch auf, Leute. Passt auf euch auf. Und ja, Leute, wie gesagt, falls ihr euch dann hochtradet, dann könnte es halt sein, dass ihr zum Beispiel recht schnell einen Bad Dragon bekommt. Natürlich ist der Bad Dragon schon selten und dafür braucht ihr halt ein gutes Offer. Aber dieses Offer kann man halt mit vielem, vielem Spielen bekommen. Und ja, Leute, das kann man easy bekommen eigentlich. Man muss halt einfach nur eine Menge, Menge spielen. Aber ich meine, was macht man sonst den ganzen Tag, Leute? Einfach Adopt Me spielen oder halt meine Videos gucken, ne? Und na gut, Leute, momentan ist ja sowieso ich ein bisschen komisch alles in der Welt, sag ich mal. Aber Leute, ich bin dafür da. Ich lade hier jeden Tag für euch ein Video hoch. Ich gebe mir hier sehr, 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 sehr viel Mühe für euch, um diese Videos hier zu machen, Leute. Das ist echt nicht wenig Arbeit. Aber ich mache das ja gerne für euch. Das heißt, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniert auf jeden Fall den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen. Ja, Leute, also, was ist euer Dreampad? Schreibt es doch, wie gesagt, in die Kommentare. Ich hoffe, ihr habt mich jetzt verstanden, Leute. Es ist ja eigentlich auch selbstverständlich. Es ist ja eigentlich klar, dass man ungefähr so, wie ich es euch auch gerade beschrieben habe, sein Dreampad bekommt, weil wie sollte es sonst gehen? Man kriegt es ja nicht einfach so geschenkt, Leute. Niemand würde euch einfach so ein Dreampad oder so von euch schenken. Das würde ja niemand tun. Wobei im Adopt Me Test, Leute, bei diesem Adopt Me Scam Test, da war so, hey, ich habe hier irgendwie eine Giraffe übrig. Willst du eine Giraffe haben? Das wird niemals passieren, Leute. Das würde, glaube ich, nicht bei mir passieren. Ich weiß nicht, ich glaube, niemand wird mir mal eine Giraffe schenken. Wobei, bei mir vielleicht, aber ich bin ja auch noch, ohne jetzt anzugeben oder so, ich bin ja nochmal, sag ich mal, eine Berühmtheit, wenn man das so ausdrücken kann. Und vielleicht wird mir das passieren, aber dir als quasi normaler Adopt Me Spieler sehr wahrscheinlich nicht. Deshalb, wie gesagt, öffne Eggs, am besten Royal Eggs, kriegt die sagenhaften Pets raus, trade die dann gegen was Besseres und das dann wieder für was Besseres und das dann wieder für was Besseres. Wie gesagt, was genau besser ist, kann ich jetzt, Leute, das wird jetzt den Rahmen dieses Videos hier sprengen, aber so ein bisschen kannst du das ja auch denken, Leute. Ein bisschen kannst du dir das ja auch denken. Sonst ein paar Mal googeln und Leute, eventuell, Leute, wenn ihr richtig wollt, Leute, wenn ihr wollt, dann werde ich ja bald mal ein Adopt Me Value List quasi Video machen, wo ich euch sage, welches Pet am seltensten ist. Wobei, Leute, welches Pet am seltensten ist, müsstet ihr eigentlich auch wissen, Leute. Ich habe dazu auch schon ein Video gemacht. Aber welches Pet, sag ich mal, am meisten wert ist, welches am zweitmeisten wert ist, welches am wenigsten wert ist, von den sagenhaften Pets zumindest. Und Leute, tradet auch bitte immer sagenhaft gegen sagenhaft, nicht irgendwie Ultra Rare gegen sagenhaft. Wobei, Leute, tatsächlich teilweise gibt es auch Ultra Rare, die seltener sind als sagenhaft. Das ist zum Beispiel ein Lion, denke ich mal, ist krasser als ein Unicorn, weil er halt aus dem Safari-Eck gekommen ist, Leute. Und das ist halt schon extrem, extrem alt, dieses Safari-Eck. Und quasi der Lion, wobei, ist der Lion eigentlich ultra selten? Ich bin mir gerade unsicher. Habe ich überhaupt einen Lion, Leute? Habe ich einen Lion? Lion?
Ich habe den Guardian-Lion, Leute. Aber normal habe ich einen Löwe. Heißt der Löwe? Oder ich bin gerade echt... Nee, ich habe keinen Löwen, Leute. Ich habe anscheinend keinen Löwen. Aber ein Ultra-Rare, außer zum Beispiel Safari, ihr könnt halt auch seltener sein als das Sagenhafte. Aus jetzt zum Beispiel ein Unicorn, sag ich mal. Und ja, was ihr auch natürlich machen könnt, Leute, ist euch einfach nicht die Pets zu erfarmen, sondern zum Beispiel einfach mal hier hinzugehen, Leute. Ihr geht hier hin oder ihr geht, wartet auf einen Sale, Leute. Und während des Sales kauft ihr euch dann Fly oder Ride Potions, wenn sie halt reduziert sind. Oder halt auch zum Beispiel hier jetzt die Guardian Lions, Leute. Oder hier die Oxboxen und habt dann halt Glück, Leute. Mit den Oxboxen ist das, glaube ich, sogar ziemlich gut momentan. Die sind halt schon bald weg und ich will das Video halt auch so machen, dass es jederzeit anguckbar ist, Leute. Aber momentan kannst du dir vielleicht noch die Oxboxen kaufen und dann quasi die Ochsen, die du daraus bekommst, für andere Pets traden und die dann quasi auch höher traden. Oder du kaufst dir Robux. Wenn du dir Robux kaufst, übrigens gerne mit meinem Starcode, falls du mich unterstützen möchtest, und zwar komplett kostenlos. Und kaufst dir halt einfach mal ein paar Guardian Lions und vertradest halt die für weitere, bessere Pets. Und ich denke mal, Leute, für so 5 Guardian Lions könnte man vielleicht sogar einen Bad Dragon schon bekommen. Wobei, vielleicht ein bisschen mehr. Aber ja, Leute, man kann ja sich immer höher steigern. Man muss sich höher steigern, weil man kann nicht aus, ich sag mal, schlechten Pets einfach so zum Beispiel einen Frost Dragon herbekommen. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen geholfen. Natürlich war das Ganze ein bisschen offensichtlich, was ich hier in dem Video erklärt habe. Aber ich dachte, vielleicht hilft ja ein paar von euch trotzdem. Falls ja, lasst doch gerne, wie gesagt, einen Daumen nach oben da. Abonniert auch gerne den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen. Und dann würde ich sagen, haut ihr rein und ciao. Leute.